Jérôme Boateng, Deutschland gegen Italien. Das klingt nach Finale. Ist es das Gefühl schon? Ja, Gefühl ist leider noch das Viertelfinale, aber ich glaube, es ist ein großes Spiel und wir freuen uns riesig auf Samstag und wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Alle sprechen ja von einer möglichen Revanche, auch wegen des Aus natürlich bei der EM 2012. Ist das für Sie auch ein Argument? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich glaube, es ist auch zu weit weg. Revanche denken ist, glaube ich, immer falsch. Man sollte sich auf hier und jetzt konzentrieren. Und da wollen wir gerne die Italiener am Samstag schlagen. Hier und zuletzt war das Spiel gegen die Slowakei. Da sind sie ausgewechselt worden. War das eine rein taktische Maßnahme oder hat die Wade tatsächlich noch ein bisschen gezwickt? Ja, ein bisschen habe ich sie noch gemerkt. Ich hätte aber auch weiterspielen können. Aber auch da ich eine gelbe Karte hatte, war das, glaube ich, auch ein bisschen hat mit reingezählt. Aber wie gesagt, ich bin zufrieden jetzt. Meiner Wade geht es besser und freue mich auf Samstag. Wie muss man gegen Italien spielen? Wenn Sie mal für die Defensive jetzt sprechen würden, wünschen Sie sich von Joachim Löw die Dreierkette? Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir eine gute Leistung bringen. Der Trainer weiß am besten den Spielplan, wie wir spielen wollen. Und wichtig ist, glaube ich, in der Defensive, dass wir sehr konzentriert sind, weil die Italiener jede Chance, also sagen wir mal, jede Unkonzentriertheit auch ausnutzen werden. Das hat man jetzt gesehen gegen Spanien, sind sehr fokussiert vorm Tor. Aus wenigen Chancen machen sie viel und da müssen wir sehr präsent und auch konzentriert sein. Was sind denn die Punkte, die für Deutschland sprechen, die für Italien sprechen? Macht man da vorher so eine Art Liste auf? Na, sicherlich. Wir gucken uns an die Stärken und Schwächen der Italiener. Das machen die sicherlich auch. Wir wollen natürlich versuchen, unsere Stärken reinzubringen. Was sind denn die Schwächen der Italiener? Haben Sie welche entdeckt? Ja, wir haben sicherlich welche entdeckt. Keine Mannschaft ist ohne Schwächen. Aber wir wollen denen natürlich jetzt auch nicht verraten, was wir entdeckt haben. Aber es gibt genug und es gibt es bei jeder Mannschaft. Und wir wollen versuchen, das Samstag umzusetzen. Es gibt ja Zahlen, die man ablesen kann. Die sind kein großes Geheimnis. Es tritt an, das jüngste Team im Turnier gegen das älteste. Das heißt, es geht irgendwie auch Physis gegen Erfahrung. Wer ist da im Vorteil? Ja, das wird man Samstag sehen, wer es besser umsetzen kann. Die Italiener wollen ihr Spiel umsetzen, sicherlich, wir unseres. Wichtig ist für uns sicherlich, dass wir uns viel bewegen gegen so eine Mannschaft, die defensiv sehr stark ist, die gut umschaltet und dass wir da konzentriert agieren. Ich frage deswegen, weil man immer wieder liest, es geht gegen die alten Säcke. Das können Sie so nicht bestätigen. Nee, ich glaube, gerade nach den letzten Spielen, das ist vielleicht vom Alter höher, aber sie spielen nicht, als ob sie alt sind, sondern sie spielen sehr clever und sehr gut nach vorne. Wenn Sie mal auf Ihren Bauch hören und sich mal in sich gehen und die Chancen ausrechnen für diesen Samstag, 50-50? Ja, ich denke schon 50-50. Beide Mannschaften haben sich gesteigert. Ich glaube, die Italiener haben sogar noch besser angefangen, das Turnier. Wir haben uns jetzt gesteigert, gerade im letzten Spiel sehr positiv. Die Italiener haben jetzt die Spanier ein starkes Team rausgeschmissen, haben auch Selbstbewusstsein. Ich glaube, da treffen einfach jetzt zwei sehr gute Mannschaften aufeinander. Dankeschön. Jérôme Boateng. Gerne.